Also, wir haben uns entschieden, dass wir heute schon abreisen und dass wir noch eine Station weitergehen. Und darum sind wir jetzt schon am Zusammenräumen. Aber wir sind eigentlich schon fertig. Oder wir müssen nur noch die Velos aufladen. Genau. Und es ist Anfang. Halbe neun, glaube ich. Ja, irgend sowas. Und wir gehen jetzt noch zum Mörkel irgendwo und dann schauen wir, wohin, dass es weitergeht. Ihr seht mich gerade in höchstem Stress und ihr lebt gerade brutalstens Italien. Einmal hupen, das reicht. Wir sind irgendwo in Rapallo. Wir haben die wahnsinnig gute Idee gehabt. Wir gehen hier zum Morgen essen und sind voll ins Ghetto reingefahren. In den Verkehr, in Scheissdreck umeinander gefahren. Wir haben uns vom Navi lotsen. Ja, das war die beste Idee, die wir jemals hatten in diesen Ferien, aber hey, schließlich erlebt man das ja nur einmal. Das ist richtig Italien-Style. Alle fahren links und rechts mit dem Roller an dir vorbei. Parkieren tut man im Boccia-Prinzip. Hinten, vorne, bum, bum, bum. Ein bisschen hupen, da faul sein. Ja, ich hupe jetzt auch mal. Bin ich auch dabei. Ja, wir gehen jetzt einfach wieder Richtung Autobahn. Nur schauen wir weiter, wir haben noch kein Ziel. Es geht einfach Richtung Schweiz langsam, aber sicher. Und der Rest kommt so, wenn er kommt. Bis später. Ich habe gesagt, wir machen einen kleinen Ferienzusammenschnitt. Was uns also gefallen hat, was uns gepasst hat, was wir vielleicht anders machen würden. Vielleicht auch nicht. Ja, nein, für uns, also für mich selbst waren es coole Ferien, es ist ja mal etwas anderes, abwechslungsreich. Coole Gespräche mit dem Benni, auch mit der Fabia, auch mal zu viert, auch mal zu zweit allein. Coole Abwäsche, coole Session gehabt, auch mit einer Geschirrwaschmaschine, wo wir selber eine erfunden haben, eine normale Waschmaschine. Das hat es auch ein bisschen ausgemacht. Nein, natürlich alle, sind alle ein bisschen auf Genuss gekommen, mit Biken. Mega feines Essen, wo wir immer nicht dürfen geniessen dürfen. Sei selber kochen, sei wo wir Singo essen. Ja, und immer wieder coole Ortschaften gesehen. Wie auch heute so ein kleines Städtchen bei der Verschiebung. Und gefunden haben, wir gehen schon zu Morgen essen. Sind wir dann in ein kleines Städtchen gekommen und dort war eigentlich alles los gewesen, aber es war top gewesen. Wir haben zwar eine Stunde verdoppelt, aber es war eine coole Stunde. Action pur. Die Italiener haben auch Ferien, also haben natürlich freies Wochenende. Und ja, es war Action pur. Anstatt ein schönes Morgen sind wir jetzt auf einer Raststätte. Heute ist irgendwie der Tag, es kommt, wie es kommt. Ursprünglich haben wir eigentlich zwei Nächte bleiben auf dem letzten Campingplatz. Dann hat aber der Nachbar hinten raus müssen. Und das hat für uns geheissen, mal die Krise wieder rein tun. Und dann wäre aber heute wieder einer gekommen. Das heisst, wir hätten es nicht raus machen können. Wir wollten eigentlich fortgehen. Und dann haben wir gesagt, wisst ihr was, wir reisen gerade ab und gehen noch eine Station weiter. Dass wir morgen ein bisschen Zeit draussen haben, haben wir gesagt, wir gehen ausnahmsweise mal auswärts zu mörkeln. Hat dann aber auch nicht ganz funktioniert, weil wir wieder gesehen haben, dass wir voll ins Ghetto reingekommen sind. Wir wissen heute wirklich logisch, wo es angeht. Wir gehen einfach Richtung Schweiz. Eben, wie ihr jetzt gesehen habt, ist Vanlife auch nicht immer nur lustig und toll. Manchmal kann es auch ein bisschen mühsam sein, aber wir machen jetzt das Beste daraus. Das Wetter stimmt. Die Stimmung stimmt. Was willst du noch mehr? Essen ist da! Und wir könnten jetzt bis auf Genua, dann die Autobahn Richtung Alessandria und dann bis auf Viverone rauf. Wir haben hier auf der Raststätte Mittagessen und andere, nein, die haben das Mittagessen hinten auf dem Camper.
So, liebe Leute, so fährt man auf eine Autobahn von einem Stoppbus. Wir sind aktuell gerade am Fahren auf der Autobahn. Und zwar sind wir jetzt gerade vor Genua und sehen jetzt noch schön ein bisschen aufs Meer und hoffen auch ein bisschen etwas vom Hafen, was man halt von der Autobahn so sieht. Und fahren weiter auf Viverone. Das ist im Piemont. Und dort hat es einen See. Und das wird unsere letzte Destination sein. Genau. Ich will zuerst mal Danke sagen an Benny. Der hat einen mega tollen Film gemacht. Ich bin nicht mehr die Einzige, die die ganze Zeit online war und einen Status machen wollte. Sondern wir waren hier fast zwei, wir waren sogar zu viert. Es hat mega gefackt. Italien. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Das war wirklich ein mega tolles und schätzend wertes Geste, das wir hier bekommen haben. Ich könnte noch eine Woche weiter mit der Swatch unterwegs sein. Es war mega unkompliziert. Wir haben eine super Zeit gehabt. Wir haben viel geschwätzt, viel diskutiert. Ich würde sagen, wir sind immer eigentlich auf den gleichen Nenner gekommen, haben uns auch ergänzt, haben uns gegenseitig geholfen. Es war ein wertschätzender Umgang gewesen und wir haben uns, glaube ich, sehr gut kennengelernt. Nicht nur wir, also wir zwei kennen uns natürlich schon gut, es ist natürlich nicht neu. So ein, zwei Tage. aber wir haben natürlich Fabian und Benny besser kennengelernt und eigentlich so, wie wir es erwartet haben. Es ist wirklich... Es ist genau so rausgekommen, wie wir es erwartet haben. Eigentlich. Genau, super angenehm gewesen. eben, wir hatten kein Ghetto, es ist wirklich, klar haben wir ein bisschen, uns ein bisschen angezickt und so, aber das war so eher eine Liebeszickerei gewesen. Und wir freuen uns schon mega auf Korsika, weil wir wissen, es wird grandios, toll. Mit ihnen, mit dem Bus, wir wissen, wir sind auf der gleichen Wellenlänge, was Campen anbelangt. Auch hier gibt es natürlich Unterschiede. Aber die sind so klein, die sind gar nicht lohnenswert, das irgendwie zu erzählen, weil es passt einfach mega. Und das ist das, was mir einfach in dieser Woche mega aufgefallen ist und ich mega lässig gefunden habe. Ciao ragazzi! Noi siamo in Piemont und nicht mehr in Ligurien. So als Info. Pause! Fahren ist selbst. Wir gehen auf Lago di Virone. Das stimmt. Di Varone. Lago di Virone. Goffardelli. Und... Di Virone. Mädels suchen jetzt einen Campingplatz aus. Weiter geht die wilde Fahrt. Hier gibt es eigentlich gar nicht ein spezielles Highlight, sondern... Mir war irgendwie von Anfang bis Schluss ein Highlight gewesen. Angefangen mit dem Samstag, kurz entschlossen sind wir nur vor den Gotthard gefahren, sind auf den Bauernhof gegangen. Der Bauernhof, ich liebe sowieso Bauernhof, wenn du ankommst, der Geschmack. Und das hat gerade von Anfang an gepasst. Und dann haben wir dort gemütlich ein Zeug aufstellen. Dann haben wir herausgefunden, dass wir eine Nacht ohne Strom sein können. Das war perfekt gewesen. Das wissen wir jetzt auch für die geplante Norwegenreise oder auch für Korsika, die noch im Sommer kommt. Ja, ja, und auch sonst für einfach mal für die so Weekends, genau. Übernachten. Ja, und dann sind wir in die Toskana, wir sind dort am ersten oben ans Meer, haben uns irgendwie ein bisschen Kante gegeben. Und ja, das war einfach nur cool gewesen, ja. Und dann ja, ist das Biken dann, oder? Das Highlight. Die erste Tour war so eine Jagd, einfach mal ein bisschen kennenlernen, wie es dort aussieht. Und die zweite Bike-Tour war dann mit diesen Trails absolut Bombe. Sascha hat mir viel gezeigt im Büsschen. Vor allem, wenn man auch scharf um eine Ecke fährt, steil drauf. Ich war immer froh um die Rotschläge. Mit Hupis war sowieso eigentlich tiptop, würde ich sagen. Mhm. Klar haben wir zwischendurch mal ein bisschen Diskussionen, so, aber das ist auch normal, selbst viert.
Aber im Großen und Ganzen passt das. Und es war jetzt wie ein Vorlauf für die nächste Ferien, die dann doppelt so lang gehen. Ja. Angekommen in Viverone. Wir gehen jetzt schauen, ob der Campingplatz ein Plätzchen für uns frei hat. Ja, doch. Ich bin hier angekommen. Wie habe ich es dann auch cool gefunden, dass wir Mitte der Woche gesagt haben, wir gehen jetzt noch ein bisschen kulturell Zeug anschauen und nicht nur an einem Ort sind. So Roadtrip-mäßig sind wir jetzt zurückgefahren, eigentlich in ein paar Etappen. Das hat auch top gepasst für mich. Ja. Und zack, haben wir schon ein Plätzchen gefunden. Bei einem Hippie-Italo. Hat schnell ein bisschen Platz gemacht. Nein. Happy Hippo-Italy. Also, wir haben das Stellplätzchen bekommen. Ist gemütlich. Was weniger gemütlich ist, ist Toilette und Duschen. Aber es ist ja nur für eine Nacht, von dem her absolut kein Problem. Wahrscheinlich allem, was bis jetzt gesagt worden ist, von Supis und auch von meinem Schätzchen, nur beipflichten. Für mich war das erste Mal in Italien. Ich war bis jetzt einmal in Luino am März. Ah nein, zweimal. Und das war es dann auch mit Italien. Also von dem her, für mich war es eine riesengroße Abenteuerreise, mal auf das Italien gehen, mal das Lebensgefühl. Ja, Autofahrerei zu sehen. Genau. Für mich war es teilweise aber auch überfordernd, einfach weil ich es nicht kennt habe. Gerade mit viel Verkehr, viel Leute auf der Straße, viel Gewusel, was nicht immer so einfach ist für mich. Aber es war alles in allem eine sehr tolle Reise. Also wirklich, wenn ihr noch nie in Italien seid, geht. Es ist so schön dort und so vielfältig, auch das Land. Wir haben jetzt von Sandstrand und Meer über Hügel und Berge bis kulturell eigentlich ein riesen Programm durchgemacht und es war wirklich mega cool gewesen. Es ist einfach viel zu kurz, es ist wie immer viel zu kurz. Ja. Genau. Eigentlich hätte ich einfach 3 Monate dranhängen können. Aber ich muss auch sagen, ich freue mich auch wieder auf daheim, weil auch wenn es schöne Campingplätze dabei gehabt, ich freue mich immer wieder, wenn ich mal richtig kann duschen kann und nicht in 4 Minuten muss fertig sein. Mir macht das nicht aus, ich liebe das. Wir hocken hier am Lago di Viverone. Ich konnte doch richtig sagen. Und? Nein, ich zeige euch jetzt nicht, was wir machen. Nein. Aussicht geniessen. Aussicht sind wir am Geniessen, genau. Heute schon unser letztes Morgenessen. Also nur für die bevor Ferien? Wir, ja, für die Ferien, bevor wir wieder in die Schweiz reisen. Aber einmal ist das letzte Mal. Das ist alles zusammengeräumt. Jetzt wohl oder übel, wenn wir wieder Richtung Schweiz. Ja, das war's dann mit dem Urlaub. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat 2. Jetzt hat eigentlich der Sascha schon gesagt, wir haben immer guten Wein gehabt, wir haben immer gut gegessen, der Sascha hat gut gekocht, die Männer haben super abgewaschen, wir haben natürlich auch etwas gemacht, nicht wahr? Aber nein, wir haben wirklich auch die Arbeit tiptop aufgeteilt und haben uns so können ergänzen. Mein persönliches Highlight ist noch nicht gekommen, ich kann eigentlich ins Meer wählen. Da müsst ihr wahrscheinlich warten, bis wir Sommer in Korsika. Also nein, nicht wahrscheinlich, sondern ihr müsst warten, weil wir sind jetzt nicht mehr am Meer. Nein. Eventuell gibt es noch eine kleine Einspurung vom See, wo wir hier sind. Aber Meer wird es definitiv nicht geben. Aber wenn ihr uns weiterhin folgt, oder am Benni weiterhin folgt, dann werdet ihr uns sicher sehen im Meer baden. Es hat uns mega gefreut. Wir sagen Danke an Benni, Fabian und euch!
und auf ein weiteres. Und letzte Abend genießen, fein gegessen. Wir melden uns ab. Viva Italia! Ciao zusammen! Ciao! Wir sind wieder zurück in der Schweiz. Und zwar sind wir durch einen grossen St. Bernhard-Tunnel gefahren mit null Verkehr. Und in der Staumeldung haben wir gehört, Gotthard, 2 Kilometer Stau im Norden. Also haben wir alles richtig gemacht. Halli, hallo! Wir sind aktuell wieder unterwegs. Wir haben vorher eine kurze Pause gemacht. Und zwar sind wir in Egler gewesen. Gehen etwas kleines essen, etwas trinken, Pipi-Pause machen. Und sind vorher von Italien via Grosse St. Bernhard auf Martigny gefahren. Und fahre jetzt aktuell Richtung Montreux führen und dann über Vevey heim. Ja, wir sind in den letzten Zügen von unseren Ferien, von unserer Italienreise. Und tun dann zu Tiegt noch unsere lieben Huppis verabschieden. Und gehen dann heim. Ich ist in die Wohnung rein noch. Das ist aber auch schwierig. Wenn du so lange draußen bist, wieder irgendjemand rein, dann fühlt man sich im ersten Moment einfach eingegangen. Es ist halt schon ein Gefühl von Freiheit, wenn man so kann. Einfach von außen sein, das ist einfach das Schönste. Ja. Also auch Camperreisen. Wenn ihr gerne draußen seid, macht eine Camperreise. Es lohnt sich. Ja, und zum Schluss sagen wir auch Danke an Huppis. Ja, genau. Wer hat gedacht, dass wir und Svenja oder ich und Svenja wohl zusammen in die Ferien gehen? Und ja, durch das haben wir auch Sascha kennengelernt. Und das passt einfach. Super Typ, ja. Ja, wir sagen euch auch nochmal Danke an dieser Stelle. Und jetzt gehen wir die letzte oben genießen. Genau. Der Adler ist gelandet, wir sind wieder zurück in der Schweiz. Oder ja. Besser gesagt, im Baselbier. Im wunderschönen Baselland. Grün, kühl, es blüht alles herrlich. Und das herzige Weizen bei mir, sogar auf der Raststätte. Genau. Und Seife. Wir sagen Tschüss. Bis im Sommer. Ciao, ciao.